Willkommen zurück zu Frag Mabacher Lulz Spezial Teil 2. Diese Frage richtet sich ja nicht direkt an mich. Aber ich kann sagen, natürlich würde ich mit Armin Wolf sofort was machen, wenn er zum Thema Behinderung oder Barrierefreiheit irgendeinen Beitrag bringen möchte. Ich glaube, er weiß, dass es mich gibt. Ich war jedenfalls schon mal bei einer ORF-Führung, die er gemacht hat, dabei. Außerdem Twitter, Facebook. Also wenn er was machen würde, dann wird er mich schon finden, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall gern dabei. Was den Bernie betrifft, so muss ich leider sagen, der ist vor einigen Wochen gestorben. Für die, die ihn nicht kennen, Bernie war ein YouTuber aus Wien mit Körperbehinderung, ähnlich wie ich. Wir sind jetzt keine besten Freunde gewesen, aber wir haben schon gegenseitig in den Videos des anderen partizipiert. Und wir haben uns einige Male bei Real-Life-Events getroffen. Und da wir beide YouTuber sind, oder waren, aus Wien, mit Behinderung, ist das schon eine traurige Sache für mich. Ja, gehört zum Leben dazu. An dieser Stelle möchte ich seiner Familie nochmal mein Beileid ausdrücken, seinen Assistenten genauso und euch, seinen Fans, falls wir gemeinsam haben und ihr das seht, es tut mir leid. Genießt seine Videos, die es gibt, die sind auf jeden Fall wert, sie nochmal anzuschauen. Tja, die Vorbildwirkung, die ich habe. Die Frage geht ja an Raul, Bernie und mich. Ich kann nicht für die anderen sprechen. Für mich ist es so, dass ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man eine Vorbildfunktion eingenommen hat. Das bin ich mir. Meine Hoffnung, mein Ziel ist es, dass ich den einen oder anderen Menschen mit Behinderung dazu motiviere, Dinge zu tun, von denen andere behaupten, das kann er oder sie nicht. Sprich, do your thing. Lass dich nicht aufhalten oder dir von anderen sagen, was du tun kannst oder nicht tun kannst. Wenn deine oder andere behinderte Mensch das aus meinen Videos, aus meinem Tun hier mitnimmt, habe ich gewonnen. Zum anderen hoffe ich, dass ich das Bild von behinderten Menschen in den Köpfen nicht behinderter Menschen etwas facettenreicher gestalten kann, etwas bunter, etwas breiter. Einfach verändern. Weg vom armen Hascherl, das nichts kann, mehr zu einem Menschen, der einfach ein bisschen anders ausschaut oder sich anders durchs Leben bewegt. Wenn mir das gelingt, habe ich doppelt gewonnen. Ich mache das, indem ich das tue, was ich mag, was mir Spaß macht, ähnlich wie Pipi Langstrumpf. Dass das, was ich mache, nicht bei allen einwandfrei gut ankommt, weiß ich auch. Meine Montagswitze zum Beispiel, die kommen generell sehr gut an. Ich weiß aber auch, dass sie sehr hart sind manchmal, dass sie, weiß ich nicht, politisch inkorrekt sind, dass sie vielleicht sogar manchmal sexistisch sind und dass es Leute gibt, denen sie nicht gefallen. Aber mir ist wichtiger, dass es Leute gibt, die sie sehen, dass darüber gesprochen wird. Ob sie es mögt oder nicht, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, es wird darüber geredet. Und sich mit dem Thema Behinderung, Humor, Behinderung, Sexualität, Behinderung, Diskriminierung, Behinderung, Religion, was auch immer in den Behindertenwitzen abgehandelt wird, dass sich darüber unterhalten wird und nachgedacht wird, ist mir viel wichtiger, als wie dass ich allen alles recht mache. Ja, ich hoffe, dass das, das ist das, was ich unter Vorbildwirkung sehe und so mache ich das. Und
Mal schauen, was am Ende des Lebens dabei rausgekommen ist. Derzeit habe ich nicht vor, eine Autobiografie zu schreiben, aber es ist gerade eine Doku in Arbeit über mich. Geplant ist, der Regisseur möchte sie schon auf Kinoformat abendfüllend machen, sie bei Festivals einreichen und über kurz oder lang im Fernsehen platzieren. Was wirklich dabei rauskommt, werden wir sehen. Es gibt eine Facebook-Seite, Marbacher Film. Liked sie, schaut rein, da bleibt sie am Laufenden. Derzeit ist es so, dass das Team, der Regisseur, Kameramann, die begleiten mich ab und zu, wenn ich auf einem Job bin, irgendwas moderiere oder irgendeinen Vortrag halte oder einen Workshop mache. Oder wenn ich zu Hause unterwegs bin, sie filmen einfach immer ein bisschen mit und daraus wird schon langsam hoffentlich eine sehr coole Doku über mich. Das ist jetzt mal soweit meine autobiografische Geschichte fürs Erste. Ob ich jemals ein Buch schreiben werde, keine Ahnung. Ich gestehe, ich verbringe mit dem Machen von Videos wahrscheinlich mehr Zeit, als ich mir selbst bewusst bin. Denn im Endeffekt ist es so, wenn ich mich dann hinsetze und eins schneide, dann dauert das immer Stunden. Ich versuche zwar beim Drehen schon daran zu denken, okay, da und das nimmst du raus, das und das klebst du dann zusammen und daraus wird dann das Video. Aber wenn ich dann am Computer sitze, dann, okay, da möchte ich noch eine Grafik rein, wo hole ich die Grafik jetzt her, die muss ich wieder zurechtschneiden. Dann brauche ich dann noch einen Text dazu, da noch ein Pfeil, da noch ein Smiley, da noch dort was und dort was. Im Endeffekt sitze ich dann noch 6-7 Stunden an einem Video, das 3-4 Minuten lang ist, einfach nur zum Schneiden, weil einfach so viel Fizi Arbeit zu tun ist. Ich glaube, dass ich schon 3 Tage die Woche oder so nur am Schneiden bin. Und da kommt dann noch das Drehen dazu. Kann man nur mehr einen Tag dazu rechnen. Also ich weiß nicht, 3-4 Tage bin ich sicher am Schneiden und Drehen. Ob mehr kommt, lieber Lulz. Ich produziere derzeit 3 Videos die Woche. Und ich glaube, dass ich damit schon in der oberen Liga der YouTube Creators angelangt bin. Man muss bedenken, ich mache das alleine. Ich habe niemanden, der mir die Videos schneidet. Und das ist eigentlich schon, bei den Art Videos, die ich mache, ist das schon das Aufwendigste. Ich bin noch niemand, der Großproduktionen macht. Aber das Video hier zum Beispiel, das dauert dann auch wieder Ewigkeiten. Weil, also das erste Teil zum Beispiel, hat auch ziemlich lange gedauert zu schneiden. Obwohl ich genau wusste, was ich möchte. Aber dann kommt da noch eine Grafik rein, dann noch das, dann noch das. Und so zieht sich das Ganze. Und nicht zu erwähnen, mein Computer, der immer Wochen zum Rendern braucht. Das ist nicht so, dass ich da in der Zeit ja, ich kann mein Computer nicht verwenden, weil dann dauert das Berechnen des Videos noch länger. Und ein neuer Rechner, der das besser machen würde, der würde richtig viel Asche kosten. Und das kann ich mir derzeit nicht leisten. Ich will nicht jammern, der Computer ist sehr gut und er ist super fein, aber wenn man viele Videos macht, dann braucht er einfach seine Zeit zum Rechnen. Und das ist Zeit, die ich dann den Computer nicht verwenden, wo ich den Computer nicht nutzen kann. Deshalb wird es nicht mehr als 3 Videos die Woche geben. Ich habe ja am Montag den Montagswitz, am Dienstag die Snapweek und am Freitag gibt es irgendein random Video, Accessibility Check, Vlog, whatever. Also ich glaube, da bin ich schon sehr gut dabei und mehr schaffe ich leider momentan nicht. Lulz, mein Freund,
Ich danke dir für diese Idee. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, sage ich da nur. Natürlich, das ist total naheliegend. Ein Video mit den 10 skurrilsten Sprüchen, die mir so begegnen. Von Kindern und Erwachsenen. Klaro, ja. Geniale Idee. Vielen, vielen Dank. Kommt auf jeden Fall demnächst. Weiß nicht, ob es jetzt morgen oder nächste Woche kommt, aber es kommt bald. Danke dir für die Idee. Tja, und Lolz, mein Lieber, das war dein Fragenkatalog, den du mir via Twitter rübergeschickt hast. Danke nochmal dafür. Ich hoffe, ich habe alle Fragen zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Ich hoffe, euch allen, die das Video sehen, hat es auch gefallen, beziehungsweise fandet das eine oder andere interessant. Bevor ich nun Schluss mache, muss ich noch ein bisschen Abbuße bitten. Oder, glaube ich, so heißt das. Nämlich, lieber Georgios Kolonas, du hast mich voriges Jahr schon gebeten, dich mal zu grüßen. Es tut mir leid. Du hast dir mein Red Bull Video Test 2 angesehen und mich gebeten, dich zu grüßen. Ich hoffe, du siehst das Video. Hallo. Tut mir leid, dass ich dich jetzt erst grüße. Ich bin, was das betrifft, eine faule Socke. Nichtsdestotrotz, danke fürs Reinschauen und ich hoffe, dir geht's gut und ja, wenn ja, dann bitte kommentier nochmal und sag mir, wie schlimm das war von mir, so lange zu warten. Ich hoffe, es ist okay. Ich wünsche dir für mich alles, alles Liebe. Und einen noch, den Carsten. Den Carsten aus dem Rheinland. Lieber Carsten, auch dir, es tut mir leid. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich schicke dir ganz liebe Grüße ins Rheinland. Hallo, liebes Rheinland. Danke, dass ihr reinschaut. Und ich hoffe, euch geht's gut. Deutschland, jemand, der aus Deutschland zusieht, danke, dass ihr reinschaut. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, das Video interessiert euch alle. Nochmal großen Dank an Mr. Lulz. Das war's. Frag Marbacher, Mr. Lulz Spezial, Teil 2. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das Wetter wird besser. Lasst euch gut gehen und habt es fein. Und am Montag nicht vergessen, Montagswitz reinschauen. Bis dahin, Baba.